Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Themen Nachtdienstzulage und Zulage für die Personenbegleiter Luft haben in der Diskussion der letzten Tage eine besondere Dynamik entwickelt. Ich glaube aber, dass es zu Unmut da wirklich keinen Anlass gibt. Wir haben zum einen die Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten in den letzten Jahren massiv erhöht. Die Zulage war ja noch vor nicht allzu langer Zeit nur halb so hoch wie heute. Die Staatsregierung hat bereits im Jahr 2017 die Erhöhung der steuerfreien Zulage für Dienst zu ungünstigen Zeiten in der Nachtzeit von 2,67 Euro auf 4,08 Euro pro geleistete Nachtdienststunde erreichen können. Im Jahr 2018 erfolgte eine weitere Erhöhung auf 4,50 Euro. Diese Erhöhungen waren finanziell schon mit einem Volumen von 8,2 Millionen Euro jährlich allein für die Bayerische Polizei entsprechend verbunden. Darüber hinaus gilt dieser Nachtzuschlag ja auch zum Beispiel für die Kolleginnen und Kollegen im Justizvollzug oder bei den Berufsfeuerwehren. Diese strukturellen Verbesserungen waren nur möglich durch die Haushaltsbeschlüsse der Kolleginnen und Kollegen des Bayerischen Landtags, für deren Unterstützung ich mich an dieser Stelle auch noch einmal ganz herzlich bedanken möchte. Ich habe in der Tat bereits im Jahr 2016 angekündigt, die schrittweise Erhöhung der Nachtdienstzulage auf insgesamt 5 Euro je Stunde intensiv weiter zu verfolgen. Wenn hier jemand von nicht gehaltenen Versprechen spricht, dann bitte ich Sie schon, mir konkret, ganz konkret in der Tat zu sagen, wann ein Mitglied dieser Staatsregierung in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, im vorvergangenen Jahr erklärt hat, dass zum 1. Januar 2019 eine Erhöhung auf 5 Euro erfolgt. Bringen Sie mir ein Zitat eines Mitglieds der Staatsregierung, wann das versprochen worden ist. In der Tat, ich stehe noch einmal dazu. Ich habe schon 2016 angekündigt, dass ich mich für die schrittweise Erhöhung der Nachtdienstzulage auf insgesamt 5 Euro je Stunde intensiv weiter einsetzen werde. Das habe ich in der Tat erklärt. So. Seit Mitte November liegt allen hier im Haus und in ganz Bayern der Koalitionsvertrag von CSU und Freien Wählern vor. Da steht expressis verbis drin, seit Mitte November für jeden nachlesbar, dass die Erhöhung auf 5 Euro im Laufe dieser Legislaturperiode erfolgt. Das ist auch nicht geheim gehalten worden, sondern so präzise. Und jetzt sagen Sie mir noch einmal, wann hat ein Mitglied der Staatsregierung etwas anderes versprochen? Ich sage noch einmal ausdrücklich, ich setze mich dafür ein, dass das nicht zum Beispiel erst 2023 erfolgt, sondern so schnell wie möglich. Aber wenn Sie hier irgendjemand Wortbruch vorwerfen, dann müssen Sie mir konkret belegen, wann ich etwas anderes versprochen habe gegenüber meinen Polizeibeamtinnen und Beamten. Ja? So. Sie wissen auch genau, Herr Kollege Arnold, Zulagenerhöhungen sind Gegenstand des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Die können nicht als wie irgendein Zuschuss aus irgendeinem Zuschussprogramm nach Belieben oder Beschluss der Staatsregierung verteilt werden, sondern die bedürfen, und das wissen Sie genau, eines Beschlusses dieses Landtags, nämlich einer Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes. Das gilt für die Nachtzulage genauso wie für eine völlig neu zu schaffende Zulage für die Personenbegleiter Luft. Bei den Personenbegleitern Luft haben wir in der Tat begonnen, ab dem Herbst, weil die Bundespolizei gegenwärtig immer noch zu wenig Leute hat. Und das ist übrigens gerade erst wieder Sonntag, Montag auch bei diesen Werkstattgesprächen in Berlin diskutiert worden, dass eine Reihe von Abschiebungen in ganz Deutschland zum Teil verzögert werden, weil nicht genügend Begleiter für diese Abschiebeflüge zur Verfügung stellen. Deswegen haben wir uns entschieden, dass wir bayerische Polizisten zusätzlich dafür ausbilden, damit wir nicht mit Abschiebungen deswegen scheitern, weil zu wenig Personenbegleiter Luft entsprechend zur Verfügung stehen. Und von Anfang an haben wir gesagt, weil damals schon in der Diskussion stand, der Bund will da eine besondere Zulage für diese schaffen, damit er auch mehr Mitarbeiter dafür gewinnt. Und dann haben wir damals in der Tat gesagt, jawohl,
weil wir damals auch schon von den Gewerkschaften darauf angesprochen worden sind. Wir werden entsprechend auch eine Zulage schaffen. Wir haben dazu konkrete Beträge genannt und haben gesagt, ausdrücklich, wir werden auch da versuchen, eine Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes zu erreichen. Wir wollen beobachten, wie das konkret beim Bund aussieht und dann entsprechend das umsetzen. Wenn es uns nicht gelingen würde, dieses rückwirkend in Kraft zu setzen, könnte man versuchen, einen Umweg über Leistungsprämien zu suchen. Aber das erscheint nicht als der sozusagen vorzugswürdige Weg. Inzwischen liegt ein Vorschlag des Bundesinnenministeriums vor für die Regelung auf Bundesebene. Der sieht jetzt anders aus als das, was wir den bayerischen Beamten in Aussicht gestellt haben. Ich sage Ihnen, da gab es zunächst Äußerungen, die gesagt haben, ja, das vom Bund ist aber besser, wir wollen das so wie beim Bund. Die neueste Aussage der Gewerkschaften ist, nee, es ist doch wahrscheinlich in den meisten Fällen so, dass das Angebot von Bayern das bessere ist und damit die bayerischen Beamten sich besser stellen als die vom Bund. Ich werde darüber in den nächsten Tagen oder Wochen mit der Personalvertretung und den Gewerkschaften noch einmal ein Gespräch führen. Wir wollen in der Tat eine bestmögliche Regelung für unsere bayerischen Beamten erreichen. Aber ich glaube, dass auch Sie gar nicht in der Lage sind, heute festzustellen, ob die eine Regelung oder die andere besser ist. Wir haben, und da sage ich klar, in der Tat in Aussicht gestellt, dass wir das auch rückwirkend zum 1. September für diese Personenbegleiter Luft realisieren wollen. Und wir werden auf jeden Fall im Laufe der anstehenden Verhandlungen auch zum Bayerischen Besoldungsgesetz, das ja ohnehin geändert werden muss, weil jetzt ja die großen Tarifverhandlungen anstehen und dann sicherlich auch die Umsetzung auch in das Beamtenrecht ansteht. In diesem Zusammenhang wird das Besoldungsgesetz geändert und wir werden dann dem Landtag auch einen entsprechenden Vorschlag machen, wie hier für die Personenbegleiter Luft und auch für den Dutz in Zukunft die Regelung aussehen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Ganze ist nur mit einer Änderung des Bayerischen Besoldungsgesetzes möglich. Diese Regierung wird dem Landtag noch vor der Beschlussfassung über den Haushalt und die anderen Änderungen des Besoldungsgesetzes zu beiden Themen einen entsprechenden Entwurf in Abstimmung mit den beiden Regierungsfraktionen unterbreiten. Aber ich sage noch mal klar, wir haben hier bislang keinerlei frühere Versprechungen gebrochen oder nicht gehalten, sondern und in dem Satz kann ich nur sagen, lieber Herr Arnold, haben Sie natürlich völlig recht gehabt. Den kann ich nur noch mal zitieren. In der Tat, wir sind die bayerische Staatsregierung und wir halten Wort. Punkt. Dankeschön, Herr Staatsminister. Dann erteile ich das Wort für eine Zwischenbemerkung dem Abgeordneten Horst Arnold, SPD. Aus mit dem Verhältnis dann zur Veröffentlichung der Deutschen Polizeigewerkschaft. Ich meine, Sie fragen, wo Sie was versprochen haben. Wir gehen ja davon aus, dass Tarifpartner auch die Deutsche Polizeigewerkschaft eine seriöse Quelle ist. Ich lese Ihnen jetzt mal von der Pressemitteilung am 6.2.19 was vor. Und da frage ich Sie, wie man da auf den Schluss kommen kann, dass Sie nichts versprochen hätten. Oder haben Sie es so geschickt gemacht, dass die Gewerkschaft sich möglicherweise in der Situation sieht, dass sie etwas versprochen hätten, was gar nicht der Fall war. Folgendes ist nämlich dort verlautbart worden. Die ersten beiden Stufen auf 4 bzw. 4,50 Euro erfolgten entsprechend dem vereinbarten Zeitplan bis zum 01.01.2017 und 01.01.2018. Die dritte Stufe auf 5 Euro pro Stunde sollte zum 01.01.2019 erfolgen. Nun jetzt wörtlich, gerade Schichtdienstleistungen prägen in besonderer Weise das positive Bild der Polizei in der Bevölkerung. Die in Aussicht gestellte Dutzerhöhung hätte ein Zeichen der Wertschätzung sein können. Die Schichtdienstleistenden haben durch Verzicht auf Schichtzulage und Leistungsprämien zur teilweise Gegenfinanzierung der ersten beiden Stufen selbst in Millionenhöhe beigetragen. Jetzt, wo die Schichtler kein Geld mehr zur Erhöhung für die Zulage beisteuern können, will sich die Politik nicht mehr an einen Zeitplan erinnern und will die Anhebung auf 5 Euro allein über die Dynamisierung der Dutzzulage erreichen, klagt Nachtigall. Das ist wörtlich zitiert. Aus welcher Quelle soll denn sonst noch jemand schöpfen, wenn man in dem Zusammenhang nicht weiß, und auch das ist in Ordnung, wenn Sie Beratungen mit der Polizeigewerkschaft und mit der anderen Gewerkschaft führen, wem soll man dann noch trauen?
Vertrauen Sie dem Herrn Nachtigall angesichts dieser Veröffentlichung? Hat er uns da die Öffentlichkeit in das Licht geführt? Dankeschön, Herr Abgeordneter. Herr Staatsminister, bitte. Ich kenne diese Pressemitteilung. Ich habe Sie gefragt, Herr Kollege Arnold, wo Sie ein Zitat von mir finden, dass ich konkret oder ein anderes Mitglied der Staatsregierung in der Vergangenheit eine Versprechung zum 1. Januar 2019 getroffen hätte. Ein Zitat von mir, nicht eine Pressemitteilung von anderen Verbänden, sondern von mir, hier in diesem Hohen Haus, eine Pressemitteilung des Innenministeriums oder was auch immer. Sie haben offensichtlich keine. Ja, die Pressemitteilung kenne ich. Ich kann Ihnen nur sagen, nochmal, damit es keine Missverständnisse draußen gibt, ich setze mich dafür ein, die 5 Euro so schnell wie möglich zu realisieren. Aber ich lasse mir nicht vorhalten, dass ich irgendetwas Schnelleres als bislang geschehen irgendwann jemandem versprochen hätte. Das ist nicht richtig und so können wir auch nicht vernünftig miteinander umgehen. Diese Staatsregierung hält Wort und dabei bleibt es.